Morgen, wieder mal einen Tag geschafft. Ich habe gute Laune, weil die erste Woche um ist. Ich finde, wir können stolz auf uns sein, weil wir die erste Woche geschafft haben, erfolgreich. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, also wie routiniert man, nein, nicht wie routiniert, wie sehr eingefahren man in manchen Dingen ist. Also ich habe morgens so meine Routine, was ich so alles mache, bevor ich arbeiten gehe. Und jetzt mit morgens filmen und so weiter und mir kurz ein bisschen überlegen, was ich erzählen soll, bin ich so raus, dass ich gar nicht die Dinge auf die Reihe kriege, die ich sonst mache und auch immer irgendwas vergesse. Das ist wie wenn man einen Partner hat, man steht unterschiedlich früh auf und ist morgens alleine und auf einmal hat der Partner frei und ist zu Hause und funkt einem überall dazwischen, dann kommt man überhaupt nicht mehr zurecht. Und gerade funkt ihr mir morgens dazwischen und ich... Naja, aber es ist ja nichts Dramatisches, aber es ist mir mal wieder aufgefallen, wie sehr man morgens im Schlaf seine Dinge erledigt, ohne zu wissen, was man tut. Ja, ansonsten habe ich heute eine Kaufempfehlung, und zwar diesen Frischkäse mit Walnussgeschmack, den gibt es gerade beim Aldi. Das sind 6 so kleine Portionchen und davon habe ich gestern eins halt schon gegessen. Auch ohne Brot, um es zu probieren. Und es ist wieder ein Brotbelag, den ich gerne ohne Brot essen werde, weil er super cremig ist und mit dem Nuss auch so ein bisschen würzig, aber schmeckt mit Sicherheit auch Schwarzbrot oder dem Buttermilchbrot ganz traumhaft. Also das hier gibt es gerade beim Aldi, super lecker. Ich habe gestern auch die Versandbestätigung für das Zuckerfasten-Rezeptbuch bekommen und freue mich schon drauf, weil man ja mit der Kocherei so schnell unkreativ wird. Man hat dann so seine Rezepte, wo man weiß, dass die funktionieren und lecker sind und kocht immer das Gleiche. Aber eigentlich finde ich es schön, neue Dinge auszuprobieren. Auf der anderen Seite habe ich gerade unter der Woche auch nicht viel Zeit. In der einen Stunde Mittagspause ist mit Kochen dann immer so eine Sache. Am Wochenende koche ich auch gerne mit lauter verschiedenen Zutaten, was Zeit braucht oder so mit jemandem zusammen. Das ist gar kein Ding, aber unter der Woche muss es bei mir halt schneller gehen. Ich bin gespannt, was da für Ideen so drin sind. Ja, dann hatte ich gestern meinen ersten Hieb. Ich kann nicht sagen, warum, weil, also, wenn Schokolade da gewesen wäre, hätte es sein können, dass ich da schwach geworden wäre. Bin ich aber nicht. Aber ja, vielleicht hatte ich auch gestern einfach Appetit auf Essen, egal in welcher Form, keine Ahnung. Ich habe unglaublichen Durst immer noch. Ich habe gestern bestimmt 3,5 Liter getrunken und auch abends im Bett liegt man dann, wenn man noch wach ist und hat das Gefühl alle 10 Minuten, dass man trinken muss, weil der Hals trocken wird und schon wehtut. Das finde ich echt krass dieses Jahr. Auf der anderen Seite ist es so, dass zu lesen stand mit diesem Acetongeruch, wenn man viel trinkt, wird auch viel über die Nieren ausgeschieden und dann ist der Geruch nicht so schlimm. Und gestern hatte ich auch das Gefühl, es war nicht so schlimm. Ich habe aber gestern auch morgens Kohlenhydrate und mittags Kohlenhydrate gegessen, nachmittags Tomaten, also auch wo zumindest ein bisschen Süße drin ist, wenn auch kein richtiger Zucker. Ich weiß es nicht, ich werde es weiter beobachten. Sport habe ich gestern nicht gemacht, weil ich einfach immer noch so furchtbar müde bin. Diese Nacht auch irgendwie 8,5 oder 9 Stunden gepennt und bin immer gespannt, wie der heutige Tag wird. Ich habe ein bisschen Muskelkater hier in den Schultern, aber Nacken, Schulter-Nackenbereich ist bei mir eh Schwachpunkt von dem Zirkel. Heute werde ich wieder was machen, aber gestern war ich einfach zu K.O. dafür. Das Wetter ist immer noch traumhaft. Heute ist die Sonne auch morgens schon da. Ich habe gestern mal 10 oder 15 Minuten einfach draußen in der Sonne gesessen und gelesen und das gibt einfach so viel. Das motiviert so anders für den Tag, finde ich. Und das ist so, das tut so gut. Also sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, jede Minute, die man kann, draußen nutzen. Bei mir ist das halt schwierig. Ich kann mich vor die Tür setzen beim Studio. Aber sonst bin ich ja von 9 bis 9 im Laden. Aber wenn du die Möglichkeit hast, geh raus. Geh Inlines fahren, geh Fahrrad fahren, geh spazieren. Musik oder Hörbuch auf die Ohren und raus, 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 raus. Alleine mit Freunden, nutzt es aus, solange die Sonne da ist. Das tut so gut und motiviert so für alles einfach. Also tu das, wenn du kannst. Ich beneide dich drum. Ja, was habe ich gegessen gestern? Zum Frühstück Haferflocken mit Leinsamen und Milch, weil Joghurt leer war. Mittags habe ich mir Vollkornspaghetti gemacht mit einem Pesto, was ich gefunden hatte, wo kein Zucker drin ist. Ein fertiges, so ein grünes Pesto mit Krabben. Yum, 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 das war sehr lecker. Und dann habe ich noch eine ganze Ecke Gouda-Käse gegessen. Ich liebe halt Käse. Das Eckchen hier habe ich gegessen und
Noch eine Handvoll Kirschtomaten. Das habe ich so verteilt. Also wenn ich mittags richtig gut gegessen habe, dann nachmittags, abends habe ich dann lauter Kleinkram, den ich zwischendurch essen kann. Und wenn ich nach Hause komme, esse ich meistens dann nichts mehr. Wenn es 9:30 ist, dann muss ich nicht unbedingt noch was essen. Gestern habe ich aber hier noch ein bisschen Käse gegessen. Das ist unterschiedlich. Ja, ansonsten würde ich sagen, auf in die zweite Woche. Die schaffen wir ja wohl jetzt auch mit links, würde ich sagen. Hoffen. Bin ich überzeugt, wir schaffen das. Ich wünsche dir einen ganz tollen, sonnigen, erfolgreichen, frisch luftigen und zauberhaften Tag und dann sehen wir uns morgen. Tschüsschen, diju.